One Way – Vom Traum in die Wirklichkeit. One Way ist jetzt. Immer vorwärts, nicht zurück, gerade so wie in unseren Träumen. Doch halten die Träume dem realen Stand? Aber jetzt mal immer der Reihe nach. 14 Stunden Flug und eine pünktliche Landung in Santiago de Chile, das passt. Aber erst am Nachmittag schaffen wir es ins Zentrum, der Jetlag lässt grüßen. Nun gut, von diesem Tag erwarten wir nicht viel, genießen im Hotel noch den Blick auf die City, das war's. Dann, am nächsten Mittag sehen wir sie, die Sandam im Hafen von Valparaíso, unser neues Zuhause. Eine Innenkabine muss uns reichen und die ist super. Auf 17 Quadratmetern finden wir alles, was wir brauchen. Ehe wir uns versehen, legt die Sandam ab und nimmt südlichen Kurs, unser One Way. Ein Tag auf See lässt uns erstmal entspannen. Außerdem haben wir Zeit, das Schiff näher kennenzulernen. Am dritten Tag sind wir 1000 Kilometer weiter südlich und setzen nach Puerto Montt über. Die Stadt selbst interessiert uns wenig, wir haben anderes im Sinn. Wir möchten den Vulkan Osorno sehen und buchen eine Bustour. 300 Tage im Jahr ist es hier trüb und heute unfassbar. Man sieht den 2600 Meter hohen Vulkan. Solange Südwind ist, bleibt das schöne Wetter, erfahren wir. Alpakas hatten wir noch nie gesehen. Wir finden sie auf der gegenüberliegenden Seite. Wie praktisch. 20 Kilometer weiter. Die Petrohue Stromschnellen sind der Endpunkt des Ausflugs. Offenbar zieht es alle Kreuzfahrer hierher. Die Stromschnellen sind ja ganz nett, aber der Blick auf den Osorno übertrifft alles. Zufrieden mit dem Tag und mit einer Stunde Verspätung sind wir zurück. One Way fängt ja schon ganz gut an, aber es hätte auch anders kommen können, denn der Calbuco im Hintergrund bricht zwei Monate später aus. Das Auf- und Ablassen der Tenderboote funktioniert perfekt und verschafft einem Vertrauen in die Mannschaft für den Fall der Fälle.
Der Osorno grüßt nochmal zum Abschied und der Kalbuku schlummert noch vor sich hin. Wir befinden uns jetzt 500 Kilometer weiter südlich. Die letzte Stunde führt durch den Eisenfjord nach Puerto Chacabuco, der nächsten Station von One Way. Es ist 9 Uhr und nicht nur wir genießen das sanfte Gleiten durch den Fjord. Im Hafen können wir erstmals die 240 Meter lange Sahndamm komplett überblicken. Mit 1400 Passagieren gehört sie heute zu den kleineren Cruise-Linern. Regenbogenforellen oder braune Forellen werden hier gefischt oder dann halt ab und zu auch Gallenlachs. Die Fahrt geht durch das Tal des Rio Simpson in westliche Richtung. Dann gibt es halt noch die Berge mit den Gletschern, was dann viel. Ein Stopp in einem kleinen Nationalpark lässt uns staunen. Hier stehen große Fuchsienbäume und wir erfahren, dass die Fuchsie die Nationalblume Chiles ist. Dann sehen wir eine Nalka, überlebensgroß und hier Regenschirm für Arme genannt. Die Nalka ähnelt unserem Rhabarber, ist aber fünfmal so groß. Essen kann man sie auch. Die sind so stachelig hier, ne? Und hat jetzt etwa 58.000 Einwohner. Und das ist die Hauptstadt der Region. Und, nach diesem kleinen Pass stoßen wir auf die Carretera Austral, der einzigen Nord-Süd-Verbindung in diesem Teil Chiles. Dort unten liegt die Provinzhauptstadt Cojaique. Die Stadt bietet nicht viel mehr als Provinz. Ein Markt für Touristen ist leider die magere Ausbeute am Wendepunkt der Tour. Der Weg ist oft das bessere Ziel, denken wir uns bei der Ausfahrt aus dem Fjord. In der Nacht muss die Sahndamm bei heftigem Seegang auf den offenen Ozean. Gegen 10 Uhr fahren wir wieder in die Fjordlandschaft ein. Und das ist ein Genuss. Solch ein lautloses Gleiten über den Eisbergfjord. Unterhalb der Brücke eine perfekte Aussichtsterrasse. Die Sahndamm gefällt uns immer besser. Am Ende des Fjords sehen wir den Tempanos-Gletscher. Wie nah traut sich der Captain ran, fragen sich alle. Er traut sich ganz nah ran. One Way ist wohl mit einem Steigerungsfaktor verbunden, so kommt es uns jedenfalls vor. Ganze 8 Stunden bleiben wir in dieser Landschaft, eine Wonne.
Der Tag klingt aus und ein schwarzbraun Albatros begleitet uns. Am nächsten Morgen kommt der Wind von Norden, das Ergebnis sind Wolken. Die Route verläuft kurzzeitig über die offene See und verschwindet wieder in der Fjordlandschaft. Am Bug stehen wir dank Rückenwind sehr geschützt und genießen die vorbeiziehende Kulisse. Stunden später fahren wir in die Magellanstraße ein. Die See ist nun rauer. Das bekommen die kleinen Schiffe deutlich zu spüren, während unsere Sahndamm wie ein Brett im Wasser liegt. Der 7. Tag unserer Kreuzfahrt. Gegen 8 Uhr liegen wir vor Punta Arenas, etwa in der Mitte der Magellanstraße. Der Kai in Punta Arenas ist beschädigt, deshalb heißt es auch hier Tendern. Wir möchten im Ort noch eine Tour buchen und sind gespannt, ob das noch klappt. Klar, dass man Magellan hier ein Denkmal gesetzt hat. Klar ist aber auch, dass wir unsere Tour bekommen. Mit einem Schnellboot geht's nach Magdalena Island. Auf diese kleinen Kerle haben wir uns gefreut. Wir sind fast alleine hier. Denn die vielen Gäste vom Schiff sind schon wieder fort. Die Magellan-Pinguine brüten in kleinen Höhlen. Bei Gefahr von oben bieten die Höhlen einen guten Schutz. Während ein Elternteil sich um die Jungen kümmert, ist der andere Teil auf Nahrungssuche. Die Magellans haben keine Scheu vor den Menschen und wir kommen immer wieder ganz nah ran. Und bei diesem Anblick geht einem das Herz auf. Tja, und die Fortpflanzung ist für Neulinge ein Balanceakt. Es sei zu warm, erklärt man uns, deshalb seien viele Pinguine inaktiv. Wie gut, dass die Originaltour vom Schiff schon ausgebucht war, denn wir bekommen noch eine Zugabe. Martha Island teilen sich Kormorane und Seelöwen. An Land dürfen wir nicht, aber dieses Schauspiel begeistert alle. Am Abend blicken wir dem Tag hinterher. One Way ist immer für eine Steigerung gut. Die Sahndamm verlässt die Magellanstraße, biegt in den Beagle-Kanal ein, der weiter zum argentinischen Ushuaia führt.
7 Uhr morgens. Der Beagle-Kanal liegt vor uns. Es ist kühl und den Gästen wird heißer Kaffee und Gebäck angeboten. Über Lautsprecherdurchsagen erfahren wir, was uns erwartet. Wir werden noch näher an die Gletscher rankommen, wenn sich der Beagle-Kanal zur Gletscherallee verengt. Es geht geradewegs Richtung Osten, das bringt zu früher Stunde ein stimmungsvolles Licht. Und schon liegt die Gletscherallee vor uns. Bei Temperaturen um 5 Grad plus tun heiße Getränke gut. Wir lassen die Gletscher an uns vorbeiziehen und genießen. Die Chilenen geben den Gletschern Ländernamen. Dieser hier ist Francia, also der französische.